Willkommen zum ersten richtig großen Kart-Event in Deutschland, die Kart Explosion. Mit eingebautem Schanzentisch, spektakulären Kurven, viel Showeinlage fürs Publikum. Spaß ist garantiert. In und um die Köln-Arena wird gefahren, rund 700 Meter ist die Strecke lang. 8 Runden dauern die Ausscheidungsläufe. Nach jedem Durchgang muss das Kart gecheckt werden. Profis wie Michael Schumacher machen das natürlich selbst. Mit dabei viele Prominente und Rennfahrer: Gianni Morbidelli, Alain Lohr, Jörg Müller und Tom Christensen. Spaßvogel Stefan Raab, die beiden Brasilianer aus der Formel 1, Ricardo Zonta und Rubens Barrichello, Schumis neuer Teamkollege und. Auch Alex Wurz schraubt selbst, ihm fehlen noch wertvolle Sekunden. Da ist natürlich mit meinem doch schweren Gewicht ein bisschen ein Problem. Hätte gestern nicht so viele Schnitzeln essen sollen, aber es geht schon. Wir machen ein gutes Rennen und wird sich schon was tun für mich. Die Karts sind alle einheitlich gebaut. Das Besondere ist ein Viertaktmotor, der bringt einen super Sound. Getankt wird umweltfreundlich. Es ist bleifrei und zudem benzolfrei. Das heißt, es entstehen also keine giftigen Dämpfe. Wenn die Piloten aus der Halle rausfahren, geht es weiträumig durch die Katakomben der Arena. Aber Achtung, für Jimmy Hartwig und Sven Ottke ist das immer noch zu eng. Boah, man hat die Polter ohne Ende. Und da habe ich auch schon, mein lieber Freund, da habe ich schon ein bisschen Schiss gehabt. Spaß am Kartfahren für einen guten Zweck. Die Antrittsgelder der Stars gehen an die UNESCO. Und so sind sie endlich einmal hautnah zu erleben.